Und zwar schauen Sie mal, ich glaube, wir haben heute eine kleine Dokumentation, also wir haben begonnen, eine kleine Dokumentation zu erstellen. Sie haben das Thema Katzen und Hunde genommen, okay, tipptopp. Und dann haben Sie mir gesagt, es braucht einige Sachen, welche Dokumentation braucht. Ich bin jetzt in neuem Dokument. Ich habe da in der Zwischenablage auf der Seite bereits Inhalte mir vorbereitet. Das ist ein bisschen Hilfe bei der Erstellung. Und jetzt, als erstes haben wir Blatt eingerichtet. Das haben Sie haben gesagt, wir gehen auf Seitenlayout, beziehungsweise Layout, Seitenränder, benutzerdefinierte Seitenränder. Und dann haben wir hier die Grenzen angepasst. Wir haben gesagt, wir brauchen Kopfzeile, darum ein bisschen mehr. Hingegen links und rechts haben wir ein bisschen reduziert. Im Ganzen haben wir aber mehr Platz zum Schreiben. Mit OK bestätigen wir das Ganze. Und dann. Dann haben Sie mir gesagt, dass wir einfügen einen Deckblatt brauchen. Schwupps. Und dann haben Sie gesagt, zum Beispiel das da. Also ein Deckblatt mit einem Foto sollte rein. Dokumenttitel müssen wir geben. Und jetzt hole ich die Sachen aus der Zwischenablage. So bin ich ein bisschen schneller. Zack. Und das einzige Foto, was vorhanden ist, lösche ich und ich sage, ich will da einfügen Online-Bilder. Miau, miau. Mal schauen, was dazu kommt. Ja, das ist schönes Miau, miau, hä? Zack, das kommt. Ich kann das Bild schieben und das geht nicht. Moment mal, vermutlich habe ich vergessen, dass ich beim Bild-Tools Entschuldigung. Ich kann es nicht verschieben jetzt. Es ist irgendwie gesperrt. Okay. Ich hole das nicht hier, sondern... Komisch. Ich mache es zurück. Und jetzt, wenn das da nicht funktioniert, schauen Sie mal... Ich hole das an eine andere Stelle rein. Weil die andere Stelle ist nicht so eingeschränkt. Da sollte ich das schieben können. Geht aber nicht. Schon wieder. Heieiei. Und wenn ich das dahin einfüge, kann ich endlich mal Seitenumbruch machen. Und jetzt schauen Sie mal, auch wenn das vorher nicht funktioniert hat, jetzt habe ich Seitenumbruch mit Textumbruch definiert, Layout-Option, und jetzt kann ich das positionieren, da wo ich das hin haben möchte. Gell? Also wenn da, das ist typisch, wenn ich auf dem Deckblatt Probleme habe mit neuen Elementen, ich kann das immer nachhinein auf dem nächsten Blatt holen, jetzt Online-Bilder nochmal Cutter. Den mache ich doch. Zack. Hole ich rein. Verändere Text. Umbruch. Und positioniere ich da, wo ich das haben möchte. Okay. Und so passen wir Deckblatt mal ein. Automatisch ist entstanden zweite Seite.
Auf der zweiten Seite, schauen Sie mal, da kommt unser Inhaltsverzeichnis. Da schreiben wir einfach Inhaltsverzeichnis, lassen wir ein bisschen Platz und schauen Sie mal, dann gehe ich auf die nächste Seite. Und Sie haben mir gesagt, um auf die nächste Seite zu kommen, kann man brauchen zum Beispiel Einfügen, Seitenumbruch. Auch Layout, Umbrüche, Seitenumbruch wäre auch nicht falsch. Gell? Schwupps. Und sind wir auf dem nächsten Blatt. Weil die zweite Seite, da brauche ich Reserve für Inhalte. Schauen Sie mal, ich mache es ein bisschen retour. Ich lösche jetzt die dritte Seite. Weil wenn mir nichts in den Sinn kommt, dass ich via Layout Umbrüche bzw. Einfügen Seitenumbruch arbeiten kann, wie komme ich auf die dritte Seite? Natürlich mit 120.000 Leerzeichen, aber das ist sportliche Leistung, aber nicht so effiziente. Hingegen, wenn ich Ctrl-Enter mache, mache ich automatisch Seitenumbruch von dieser Stelle, wo ich stehe. Und dann auf der dritten Seite jetzt haben wir unsere Grundstruktur erstellt. Sie haben mir gesagt, Sie brauchen folgende Kapitel. Sie brauchen Überschrift Katzen, dann allgemein Rassen. Dann 4 Rassen haben Sie genommen. Haltung, Entwicklung, Krankheiten. Vielleicht würde ich noch zu Krankheiten und Heilung dazu geben, falls etwas positiver ausgedruckt sein sollte. Und jetzt schauen Sie mal, und jetzt denke ich an die zweite Gruppe und ich weiß, da gibt es Hunde als Thema. Und ich will eigentlich die gleiche Struktur für zweiten Kapitel, zweiten Teil nehmen. Also ich markiere die ganze Geschichte mit Katzen. Ctrl-C. Unten gehen Ctrl-V. Und mache daraus Hunde. Gell? So haben wir es gemacht. Und jetzt passen wir auf. Natürlich, europäische Hauskatze und norwegische Waldkatze als Hund. Naja, das ist eine Geschichte. Ich würde eher die Hundenrassen nehmen. Sie haben 2 genommen. Gell? So hat das in etwa ausgesehen. Gut. Und jetzt schauen Sie mal, dann haben wir gesagt, so, Katzen, das sollte auf dieser Seite beginnen. Und das ist ein Haupttitel, also ich mache bei Katzen Überschrift 1. Hingegen allgemein Rassen, Haltung, Entwicklung, Krankheiten und Heilung, das ist alles Überschrift 2. Europäische Hauskatze, norwegische, türkische, Maine Coon, das ist dritte Kategorie, Überschrift 3. Ditto bei Hunden, aber Hunde schiebe ich auf die nächste Seite, Ctrl-Enter von Hunden. Dann Überschrift 1, Hunde. Allgemein Rassen, Haltung, Entwicklungen, Krankheiten, das ist alles Überschrift 2. Und Labrador und Kern, Terrier, das ist Überschrift 3. Und jetzt schauen Sie mal, die Zwischenablage kann ich zumachen. Bereits jetzt kann ich profitieren von diesen Formatierung als Überschriften. Gell? Ich glaube, Sie haben das auch gemacht. Sie sind auf, also ich weiß, Sie haben das auch so gemacht. Start, nicht Aufzählung, nicht Nummerierung, sondern Gliederung. Und dann haben Sie gesagt, Überschrift mit Nummerierung. Und jetzt schauen Sie mal, automatische Nummerierung 1, 1, 1, 1, 2, 2. Ui, da habe ich einen Fehler gemacht. Scheinbar habe ich diese leere Zeile als Überschrift 1 formatiert. Kein Problem. Zeile markieren, Standard sagen. Sehen Sie, die Nummerierung passt sich automatisch an. Das ist eine Möglichkeit, bereits jetzt von dem Ganzen zu profitieren. Die zweite Möglichkeit wäre,
bei Inhaltsverzeichnis Position beziehen. Und jetzt schauen Sie mal, ich gehe auf Referenzen. Bei manchen Ausgaben von Office heißt das Verweise. Klick. Dann sage ich, ich brauche Inhaltsverzeichnis. Und ich nehme ein Inhaltsverzeichnis mit oder anhand von Überschriften. Und jetzt schauen Sie mal, da kommt automatisch mit Punkten und Seitennummer wird das Ganze gemacht. Und jetzt aber, wenn ich zu Katzen etwas schreibe, ich mache jetzt Text einfügen, da, und das Ganze verschiebt, wird verschoben, oder? Und bei Hunden irgendeinmal wird das auch verschoben, oder? Zack. Dann, Inhaltsverzeichnis stimmt mit dem Inhalt des Dokumentes nicht mehr überein. Nix Problem. Rechte Maustaste, Felder aktualisieren oder Klick auf Inhaltsverzeichnis, Inhaltsverzeichnis aktualisieren und tschüss. Ist gemacht. Und das ist das, was wir heute